immer gesagt, die Fahnenstange des Abbaus ist eigentlich erreicht. Da kann man sich wahrscheinlich erinnern, das ist ja schon seit vielen Jahren ein Thema. Und nun kommt nochmal ein Tsunami über uns und anders kann man das gar nicht beschreiben, weil beschlossen worden ist, dass der öffentliche Dienst in den Bezirken 1500 Stellen abzubauen hat. Und davon sind 150 für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, also 10% letztendlich sind in Friedrichshain-Kreuzberg davon zu stemmen. Hinzu muss ich noch sagen, dass von den ganzen 1500 Stellen 80% in den Ostbezirken, in den ehemaligen Ostbezirken aufzulösen ist. Und das ist ein schon sehr großes Ungleichgewicht. Das ist zwar nur eine kleine Fußnote in der Geschichte, aber ich muss Ihnen sagen, oder ich muss sagen, das ist etwas, was eigentlich gar nicht geht. So, was macht man? Man kriegt also einen Abgeordnetenhausbeschluss, den man leider nicht ignorieren kann. Wir haben viel protestiert, wir haben viel argumentiert, wir haben viel diskutiert. Auch unser Personalrat hat mit anderen Personalräten zusammen versucht, Einfluss zu nehmen. Wir haben große Personalversammlungen gehabt, sowohl in Friedrichshain-Kreuzberg als auch in Lichtenberg, als auch in Marzahn-Hellersdorf. Das hat alles überhaupt nicht gerührt. Das war vollkommen egal. Argumente waren sind einfach nicht angekommen. Wir müssen es tun. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, können wir es eigentlich nicht tun. Weil die Aufgaben, die wir jetzt haben, die übrigens auch vom Abgeordnetenhaus beschlossen worden sind, muss man dazu sagen, also bundesgesetzliche Aufgaben, landesgesetzliche Aufgaben, Qualitätssicherung, Ausstattungen, Mindestausstattung etc., ist alles komplett ignoriert. Letztendlich bedeutet es, dass wir jetzt uns ernsthaft darüber Gedanken machen, welche Aufgaben wir als Abteilung bzw. als Bezirksamt für unsere Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wahrnehmen können. Das ist im Moment die Situation. Das betrifft so Sachen wie, können wir rechtzeitig genug alle unsere Schuleingangsuntersuchungen zum Stichtag fertig haben, wenn wir die Ärzte nicht mehr einstellen dürfen, beziehungsweise auch die Stellen streichen müssen. Können wir die Ersthausbesuche bei Neugeborenen machen? Das müssen wir tun. Und es ist auch schön, wenn man ein herzliches Willkommen bekommt, wenn man ein neues Familienmitglied hat. Wie schnell bekomme ich meinen Kita-Gutschein? Wie schnell bekomme ich mein Elterngeld? Kann ich den Kinderschutz noch gewähren? Sie wissen, dass wir das hier sehr ausgebaut haben bei uns im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, um den Kinderschutz zu sichern. Es ist fraglich, ob man diese Intensität noch aufrechterhalten kann. Können wir kontrollieren, wo unsere Kinder untergebracht worden sind bei freien Trägern? Können wir regelmäßig gucken gehen, ob da alles in Ordnung ist? Auch dieses ist fraglich. Wie ist die Verwaltung? Das heißt also, werden die Rechnungen rechtzeitig bezahlt für die Träger? Auch das ist ein bisschen nüchtern, aber ehrlich gesagt, das sind wichtige ökonomische Situationen auch für die Dritten, die mit uns zusammenarbeiten. Wie viele Kinder- und Jugendeinrichtungen können wir uns noch leisten? Weil wir haben zwar viele bereits in freie Trägerschaft übertragen, aber wir haben auch noch eigene Kinder- und Jugendeinrichtungen. Wenn ein Kollege jetzt in Rente geht, ihn nicht mehr ersetzen kann, ist natürlich fraglich, können wir die Einrichtung noch aufrechterhalten oder nicht. Wenn man ein Straßenfest beantragt, wie lange muss man warten, bis man die behördlichen Genehmigungen bekommt? Wenn ein Trinkwasserproblem ist, wie zum Beispiel jetzt gerade in der Gruppestadt, wie schnell kann das Gesundheitsamt tätig werden? Kann es überhaupt noch tätig werden? Welche Gefährdungssituationen auch immer entstehen oder entstanden sind, wie schnell sind wir eigentlich noch da, beziehungsweise können wir die Sachen noch machen? Das steht in der Tat in den Sternen.